Nett. Bingo. Nett. Verdammt noch mal, ja. Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani OLP und ich begrüße euch zurück zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein paar weitere Orte noch versucht zu finden, nur um herauszufinden, dass wir nicht mehr so viele Orte übrig haben. Ja, gerade weil das der Fall ist, habe ich mal versucht, eine Karte irgendwie zu googeln. Da ist irgendein Gegner, bleiben wir mal schön hier. Und ja, ich habe sogar eine Karte gefunden, wo ich mir einige Orte verzeichnet habe, die noch nicht auf meiner Karte sind. Das Problem ist allerdings, auf den meisten Karten, die ich finde, sind weniger Orte drauf, als ich erkundet habe. Das ist irgendwie, ja, schon irgendwie komisch. Ist niemand im Internet so fleißig wie ich, oder was? Kann doch irgendwie nicht wahr sein. So, ich habe mich mal hierhin teleportiert, weil irgendwo Richtung da irgendwo noch ein Ort sein soll, eine Kirche oder so, glaube ich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Danach habe ich noch drei weitere Orte, die ich, glaube ich, noch nicht erkundet habe. Vielleicht finden wir da ist sogar was. Vielleicht finden wir da noch die letzten Magazine oder die letzten Gruppen. Magazine habe ich, glaube ich, wieder hier dran gehängt, wenn ich das noch rechtzeitig schaffe. Und geh weg. Das bedeutet übrigens auch, wenn ich alle jetzigen, die ich gefunden habe, schon in ein Video gepackt habe, dass wir alle Magazine außer unglaublich überwältigende Geschichten gesammelt haben. Und ja, ich glaube, ich habe 10 von 14 Magazinen von unglaublich überwältigende Geschichten, also sind nicht mehr so viele übrig. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich ich habe noch gar nicht geguckt nach den Magazinen. Also ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich davon noch finden kann oder nicht, so, also von Orten hier, die ich gefunden habe oder nicht. Und ja, hier sieht irgendwie, da ist ein Bunker, glaube ich, oder ist da wieder so eine unterirdische Kirche. Übrigens, falls euch der Party gefällt, könnt ihr ja mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, das wäre sehr super toll von euch. Und was haben wir hier? Komm, gib's mir. Vergessene Kirche, schon wieder. War letztens in so einer Kirche. Wir sagen mir jetzt mehr als nur so eine Truhe. Hier ist, glaube ich, echt nur eine Truhe, ne? Ja. Super. Kommt jemand? Oh, nein? Gut. Warum ist irgendwas aufgetaucht? War schon. Hallo? Na, das war ja. Das gibt's doch nicht. War es das schon? Hallo? Ey. Also nur ein Part aufnehmen wollte ich jetzt nicht. Ich habe doch locker gleich schon wieder alles hier abgegrast. Ein Part. Aber was ist hier? Legendäre, mythische Todeskralle. Okay. Hi. Dich hau ich mit dem Hammer kaputt. Oder auch nicht. Jetzt schon ein bisschen mehr aus, stimmt.
Okay, oh, du bist umgefallen, ausgezeichnet. Dein Schwanz gerade abgeschlagen. Wie geht denn das eigentlich? MVP. Ah. Ich habe das Gebiet ja abgeschlossen danach. Mal, ich treffe das Ding nicht. Da, oh mein Gott. Hi. Bringst du doch nicht um, oder? Habe ich gerade geheilt während der Animation. Gezeichnet. Besser. So. Okay. Nicht abgeschossen. Nein. Oh, da war jetzt nur eine Truhe und sonst nichts. Also wortwörtlich nichts. Da gab es nicht mal irgendwas anderes zu looten. Gut, haben wir den Ort auch geschafft. Zum nächsten gehen wir dann. Und zwar sieht auch aus wie eine Kirche, glaube ich. Der Rest ist alles ungefähr hier. Und das ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil auf meiner Karte ist hier schon fast alles erkundet, aber auf der Karte, auf die ich hier gucke, nicht. Das macht es ein bisschen schwieriger. So, glaube ich, nicht der Flughafen, der ist zum Beispiel nicht. Also storytechnisch war da jemand noch nicht so weit, der die Karte da reingepostet hat. Und ja, weiß nicht. Finde aber auch keine komplette Karte. Okay, da gibt's vielleicht ein paar komplette Karten, aber er ist die einzige, die irgendwie so, weiß ich nicht, übersichtlich war. Ja, dann konntest du, weiß ich nicht, dann hast du so Landschaften oder so was gesehen, ja, wie so eine echte Karte, Alter. Bringt mir irgendwie nichts. So weit komme ich nicht klar. Aber ja, warte mal, ist das. Da war so ein Gebiet vom Mechanisten, ne? Versteck. Ne, das war vorher auch schon ein Zeichen, ne? Bevor ich das Versteck gefunden habe, oder? Ich sag, das Versteck irgendwo in so ein Ding ist. Da, guck mal. Sogar noch echt ein Ort. So, der soll jetzt bitte länger als eine Minute oder so dauern, der Ort. Danke. Das Ding hier. East Boston Preparatory School, gut. Warte mal, ist das nicht die Schule, von der ich vom Bunker Hill aus hingeschickt worden bin? Boah, leck mich. Ey. Das ist die. Ich habe irgendwie nie die Mission ja wieder annehmen können, wo ich vom Bunker Hill aus zur Schule geschickt wurde, um da alles zu töten. Super. Boah. Jetzt tue ich zufällig bei die Stoppel. Ist doch, wo ich war. Für die, die es jetzt nicht wissen, ich habe einmal so mitten im Projekt hier einen neuen Spielstand erstellt und ja, nochmal von vorne gespielt bis zu dem Punkt, wo ich im Let's Play war. Weil ich hatte mir irgendwie was mit den Fraktionen hier aus Versehen Fehler erlaubt. Und ja, irgendwie war das Institut gegen mich, obwohl ich nicht wirklich irgendwie was gemacht habe, um die zu. Okay. Um die auf meine schlechte Seite zu bringen, aber ja, irgendwie konnte ich die nicht mehr auf meine Seite ziehen oder so. Und die haben mich immer angegriffen, sobald ich mich ins Institut teleportiert habe. Und das fand ich doof und deswegen habe ich ein neues Spiel gemacht und jetzt sind wir mit allen neutral. Bis ich irgendwie was mache. Und ja. Schöne Zeit. So, wir rushen jetzt hier mal ganz schnell durch. Natürlich wieder doof. Ort zweimal hier kaputt zu hauen, aber was soll's. Warte, mal fast vielleicht sau hier im Magazin eine Wackelpuppe oder so. Boah. Ist mich sind die alle sehr hier überall rote Pünktchen. Hi. Yay. Ich glaub, nur mit dem Baseball fliegen die Gegner irgendwie weg, oder? Hm, Blutvertrag. Lass mich das mal ganz kurz lesen, danke. Stimmt hier, ne?
In meinem Blut glaube ich, mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen, bis zum Ende, auch unter Qualen der Folter und Todes. Cool. Jetzt war's mal tot. Ja, du hast auch so einen Blutvertrag. Komm, die sammeln wir jetzt. Dann reibe ich mich damit ein, wenn ich genug habe. Ja, ne? Warum müsst ihr euch immer wehren? Könnt ihr euch nicht einfach mit dem Hammer hier kaputt hauen lassen? Ah, noch ein Blutvertrag. Dann kann ich absehen, wie viele Raider ich getötet habe. Boah. Da kommt so eine und wird mit dem Fäusten so ein Megaton Hammer ab. Ist klar. Damit. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Ich auch. Oh. Mario auch. Ein paar ist nicht komplett, sobald ich hier irgendwie ein paar Raider abgeschlachtet habe oder irgendwas anderes, was auf mich zukommt. So. Was zum? Ich mache eine Lunchbox auf und Apokalypse bricht hier aus. Ach nee, eine Apokalypse ist ja schon ausgebrochen. Egal, was habt ihr denn hier gemacht? Wuff. Alter! Ist jetzt gut, okay. Also wenn die Wesen Schaden machen würden, ne? Mal, er hat mehr Schaden als ich. Komm. Ah. Ah, jetzt kommen schon wieder so welche. Leute, ihr wisst auch, wie das abläuft. Ich komme irgendwo rein. Und alle, die sich mir in den Weg stellen, sterben. Noch 300 Parts, bis die doch mal alle hier verstanden haben, oder? Um überfälliges Buch. Also in der Schule gibt es bestimmt so einen Bücherautomaten, ne? Wenn nicht, dann habe ich wenigstens Bücher hier. Für die Zukunft, die ich abgeben kann. Hello, my baby. Hello, my honey. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Komm schon. Hello, my baby. Hello, my honey. Okay. Was ist der Rest von euch? Ich habe ja einen Typen namens MC Hammer, der euch gerne treffen würde. Ey, schreib mich nicht so. Voll advanced Jumpscares hier. Hi. Boah. Hört mal auf, wenn jedes Mal den ersten Schlag von mir hier mit euren Gegenangriff hier abzuwehren. Hi. Boah, jetzt reicht. Bis dann. Komm her. So. Wenn ich eben der Verrückte mit der Shotgun. Das ist ein Rollenspiel halt, ne? Muss ich mich halt in diese Rolle hier versetzen. Wer bist du denn? Der auch, der auch. Na. Oh. So. Wunderschön. Und die sind, glaube ich, normalerweise Gefangene drin, ne? Aber da ich ja ohne Mission reingeschickt wurde, muss ich ja wahrscheinlich irgendwann offscreen noch mal hingehen, ne? Ja. Danke. Soll ich vielleicht auch mal abgeben, die technischen Dokumente? Weil ich baue ja Kronkorken, ne? Ich kann zwar nichts mehr kaufen, aber... Und ich habe irgendwie mal mit 40.000 bestimmt, aber... Man kann die ja noch gebrauchen, ne? Sag ihr auch, warte mal, meine Abenteuer Fischface. Wir schlugen ihn, bis sein Gesicht geschwollen war und er nichts mehr essen konnte. Wir ließen sie sich auch und schlugen ihn dann noch mal zusammen. Nach mehrmaligen Wiederholungen dieser Prozedur wurde er schnell mager. Den für eine letzte Runde vorknüpfen, versprach uns alles zu tun, was wir, wenn wir nur aufhören. Aber solange jemanden verprügeln, bis er sich anschließen will, oder was geil. Oh. Das wäre doch jetzt geil, wenn ich hier die Stärke kaputt befinden würde, ne? Und die letzte, die mir ja noch fehlt, weil ich auch immer ist, ich könnte die noch nicht mal googeln, weil ich noch nicht mal weiß, welche mir fehlt. Muss ich wieder durch meine Wackelpuppen hier durchscannen und gucken, ne? Welche fehlt mir denn hier? Also weiß ich ja nicht, aber welche habe ich denn schon alle? Muss ich ja wieder alles nach. Da wird dann bestimmt ganze 3 Minuten dauern.
So, haben wir hier ein Magazin? Lola. Okay, dann nicht. So, was ist denn hier los? Die Puppen machen miteinander rum. Geil. Ja, wir haben unseren Preis, wo nicht wirklich irgendwo drin ist. Wie immer haben wir jetzt hier abgeschlossen. Das klingt so wie Siegesmusik. So, ha, ha, ha. Din, 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 din. So, war geil auf dem Klo gucken. So, geil, was. Leute. Okay. Manchmal frage ich mich, wer stellt das da hin? Ja, so. Ich höre noch jemanden. Also, ouch. Das hat weh. Geschafft. So. Lass mal ein Magazin im. Hallo, da ist doch eine unglaublich überwältigende Geschichte. Perfekt. Right away, halt 5% Strahlungsschaden. Okay. Du bist schon, dass ich schon diese eine Fähigkeit habe, die mir erlaubt, mit meinen Stimpacks und Redaways alles zu heilen. Also ja. Nicht so eine gute Fähigkeit. Ist noch jemand hier? Hallo? Da hat noch eine Stimme. Oder bin ich blöd? Ja, oder irgendwas. Was war das? Irre. Gehen wir raus hier. Wir haben ein Magazin gefunden, das ist auch schon mal nicht schlecht. Oh, nächster Ort. Ob ich jetzt. Oh, ich hasse es, wenn ich Ort aus meinem alten Spielstand wiederfinde, die ich in diesem Spielstand noch nicht gefunden habe. Oh. Soll ich da hinlaufen? Vielleicht finde ich auf dem Weg ja noch irgendwas. Das ist irgendwo hier, oder? Nee, da ist Bunker. Das ist irgendwo hier. Über den Turm irgendwie. Green Text, gerne Text. Da ist noch irgendein Turm. Nee, kein Turm, irgendwas anderes. Nee, das ist kein Turm. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, eine Siedlung. Und danach haben wir nur noch einen Ort. Boah. Dreck. Langsam dreht sich das Projekt hier schon den Enden entgegen. Nicht gut. Mir fällt es immer so schwer, so das Ende von einem Projekt irgendwie aufzunehmen. Ich versuche dann immer so weit hinaus zu zögern, aber man kann nichts mehr zögern, wenn es schon 300 Parts lang ist. Also. Da. Und da, was? Okay, sind nur zwei. Okay, ich glaube, wir sind heute doch noch ein bisschen beschäftigt. Also wenn ich den Ort hier noch schaffe, ich habe danach immer noch zwei Orte hier zum Erkunden. Ausgezeichnet, so muss das. Danke. Krater in Cambridge. Doch, ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Warte mal. Oh, guck euch das an, das wird lustig. Ach man. Oh Gott, fast. Sehr gut. Wurf. Wo ist noch einer? Da. Was? Ja, ich glaube, wir waren mal schon mal, aber das ist jetzt nicht ein Gebiet oder irgendwie so was,
Das ist halt nicht schlimm. Da ist ja wieder, ich wollte Strom sagen, Strahlung. Oh, nein. Nee. Das war jetzt im Müll. Ich habe keinen Bock hier immer alles. Munition, egal. Es ist keine Lust, immer hier meine Sachen hier einzulagern, hier, die ich nicht brauche. So, da ist noch ein Ort. Ist das der, der hier angezeigt worden ist vorhin? Ja, nein. Wer ist da noch? Was ist da denn noch? Das sieht wichtig aus. Ganz wichtig. Was? Abgeschlossen, Ausrufezeichen. Ja, ich glaube, das ist abgeschlossen, wenn man alle Gegner getötet hat. Ich meine, da schon lange irgendwie offensichtlich, aber trotzdem, so. Ich komme ja jetzt 5% besser ein. Wo ich mich sowieso schon ganz heilen konnte, was? Aber jetzt kann ich mich zu 105% heilen. Ist das nicht geil? Eine Bombe eingeschlagen. Ich meine, ja, hier ist eine Bombe eingeschlagen, aber ist hier eine Bombe eingeschlagen? Bestimmt direkt da gefallen. So, haben wir noch einen Ort. Sehr unspektakulär bisher, aber was soll's. Und da ist noch ein Turm. Warte mal, er ist der Turm, den ich glaube ich noch nicht erkundet habe. Der auch auf meiner Karte verzeichnet ist. So. Ein bisschen blöde, selbst wenn ich jetzt ein Ding hier lange erkunde, ein Gebiet, was denn hier noch? Hi, man muss den Part irgendwie anders füllen mit so was hier, aber leider sind die Gegner auch nicht mehr so stark, dass die Kämpfe ein bisschen dauern. Also irgendwie ist ja alles gegen mich. Hi, mach mal. So. Ich bin ein Cowboy. Wupp, wupp. Hast du da bist du, Baby? Was? Ich bin Cyber Cowboy. Muss mal wieder Overwatch spielen. Da. Er ist hier schon wieder. Ich habe Schüsse, aber keine. Warte mal, war da auch noch? Nö. Auf. So. Ich bin schon so eine Todesmaschine. College Rechtsbüro, das klingt mir neu. Aber er sieht auch nicht sehr groß aus hier. Verdammt. Weißt du, keine Ahnung. Spricht sich nicht irgendwie langsam mal so mein Ruf irgendwie so ein bisschen herum? Und ich tue jetzt nicht wirklich meine Klamotten. Ich habe schon lange meine Klamotten. Ich tue schon seit Ewigkeiten mit den Klamotten hier rumlaufen. Also hört man mich nicht im Radio oder so langsam und so? Ja, da läuft so ein Typ, der kann einen One-Shotten. Gegen den habt ihr keine Chance. Rennt mal vor dem weg oder so. Und trotzdem kommen da Leute auf mich los. Das Mann. So. Ist das, das Gebiet schon, ey? Meine Güte, was sind das für Schwachmatengebiete hier? Alter. Kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Kirche, wo nur eine Truhe drin ist? Kein Wunder, warum ich die ja alle übersehen habe. Die sind voll langweilig. So, letzte Hoffnung. Da ist noch ein Turm. In Türme kann man reingehen. Und Türme sind sehr hoch. Da sind wir bestimmt für ein paar Minuten beschäftigt. Ach man. Aber ich sehe nirgendwo einen Turm. Warum ist ja ein Turmzeichen, wenn ja kein Turm ist? Das Ding hier? Wo wir, da kann man nicht rein. College Verwaltung. Kommen da rein. Yay. Gut. Mal Glück haben.
sind wir die letzte. Ach so, ich muss ja noch 2 Minuten so ungefähr mitrechnen, ne? Ja, jetzt sind wir schon hier drin. Jetzt machen wir das Gebiet auch noch fertig. Wird schon nicht so lange dauern. Dann weiß ich jetzt nicht, was ich im nächsten Part soll. Ich habe gedacht, das wird so vielleicht. Ich habe mir ja vorgenommen, 2 Parts heute aufzunehmen. Ich habe wirklich gedacht, das wird 2 Parts hier dauern. Aber nein. Bin schon gleich am Ende des ersten Parts, den ich halt aufnehmen will, und habe alles erkundet, was ich mir vornehmen wollte. Dreck. Also wie es aussieht, bin ich schon wieder fertig. Was? Oh, okay, boah. Ich habe jetzt alle Schlosser-Dinger hier, Schlosser-Magazine. Wie schön. Das müsste halt aufschließen jetzt auch nicht so lange dauern. Ich habe schon nichts gedrückt. Hab den Dings angesagt. Wie, ich bin hier schon wieder fertig. Ja, was sind das für lahmarschige Orte hier? Warum ist denn hier nichts? Ey. Keine Gegner, nichts zum Looten. Hier ist da gar nichts. Jünger. Oh, geht das? Ach, Junge. Der möchte ich nichts zu tun haben. Was ist das? Da ist nichts, oder? Mit einem Magazin oder irgendwie ist das, ne? Gut. Damit haben wir schon alles hier, was ich eigentlich in 2 Parts machen wollte. Ich muss langsam echt nachgucken, wo die letzten sind und die letzten Magazine. Weil ich glaube, mehr werden wir nicht mehr finden. Mehr ist ja wirklich nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Nach Cambridge, genau. Hier ist der Polizeirevier. Weil es gibt sicherlich ein paar Quests, die ich sowieso verpasst habe und so, aber das ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Gut. Sind wir noch so, weiß ich nicht, 2 Minuten hier immer zu finden. Und dann gucken wir, ob hier irgendwas passiert oder so. Bin ich da schon drin? Ja, ne. Kann natürlich auch sein, dass einige Orte, dass ich einige Orte schon erkundet habe, aber nicht reingegangen bin. Kann natürlich auch sein, aber kann ich jetzt so schlecht nachgucken irgendwie. Ich sag euch, was ich mache. Ich werde nach dieser Aufnahme mal nachschauen, wenn jetzt die beiden Wackelpuppen sind. Ich werde mir die dann wieder aus Screen holen und aufnehmen. Die Magazine auch. Wenn die an Orten sind, die ich nicht erkundet habe, dann haben wir schon mal wieder 9 Orte mal erkunden können. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon so in den nächsten Parts irgendwie so ins Finale über. Wir werden dann, weiß ich nicht, wie das wird folgendermaßen ablaufen. Wir suchen uns eine Fraktion aus, machen für die weiter die Hauptstory. Und dann ziehen wir die eiskalt so lange durch, bis wir das Spiel durch haben. Ja, währenddessen tue ich natürlich irgendwie einen Spielstand vorher anlegen. Und werde dann immer wieder, nachdem wir eine Story abgeschlossen haben für die Fraktion, ich nehme mal an, es läuft so. Man muss eine Fraktion aussuchen und dann für die spielen und so. Ich meine, heilige Mission. Das ist nicht auf der Karte verzeichnet. Was ist das? Jedenfalls ziehen wir an eine Fraktion durch. Laden dann bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich noch nicht für eine entschieden habe. Und dann machen wir gleich mit einer anderen Fraktion. Das machen wir so lange, bis wir alle. Hi. Tschüss. Mach mal. Tschüss. Das machen wir so lange, bis wir alle Fraktionen abgeschlossen haben. Kennt ihr auch eine Idee? Das ist doch geil, ne? Ein Protektron. Aua, du hast den Protektron da runtergeschmissen. Wie kannst du jetzt warten? Jetzt habe ich dich über den Protektron. Vielleicht ist da hier noch eine Wackelpuppe oder ein Magazin. Das wäre natürlich jetzt noch geil. Ach, Schüssel, nicht Schlüssel.
Also wisst ihr schon mal mein Grand Master Plan hier, was ich vorhabe? Je nachdem, ob ich schon alle Wackelpuppen oder Magazine im nächsten Part habe, wird das dann so weitergehen. Und ja, würde ich sagen, ich beende den Part jetzt hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ach, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Nett. Nett. So, da mein ganzes Aufnahmeequipment hier noch rumsteht, habe ich mich entschieden, nach der letzten Aufnahme direkt hier noch aufzunehmen, ein bisschen mit meiner Stimme und so, um die letzten Wackelpuppen einzusammeln. Und ja, eine Wackelpuppe befindet sich hier im Lager oder Werkstatt der Atom Cats. Also haben wir die definitiv verpasst. Geil, oder? Und ja, die befindet sich von genau hier. Die waffenlose Wackelpuppe, ja, die hat uns noch gefehlt. Waffenlos brauchen wir jetzt nicht wirklich, aber warum denn nicht? Weil es dauert plus 25% kritischen Schaden mit waffenlosen Angriffen und der Effekt ist sowieso nicht so dolle. Und ja, das hier findet alles statt, nachdem ich schon die restlichen Magazine eingesammelt habe. Also im Moment besitze ich wahrscheinlich alle Magazine des Spiels. Und ja, wir sehen uns dann jetzt noch gleich, wenn ich die Stärke-Wackelpuppe einsammle. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder. Und zwar dieses Mal im Mass Fusion Gebäude, wo wir vor kurzem, glaube ich, noch waren. Und ja, die Beschreibung, wo sich die Wackelpuppe befand, hieß, besagte so, ja, die ist im fünften Stock etwas versteckt. Wir sind hier im fünften Stock und wir haben ja alles abgesucht und weiß ich nicht, irgendwann habe ich sie einen gefunden. Man kann sie ehrlich gesagt jetzt schon sehen. Guckt euch das an, das ist aber richtig geil versteckt. Und ja, hier jetzt hier noch, weiß ich nicht, eine Stunde lang hier gesucht. Ich habe mir natürlich nicht den exakten Ort angeguckt, wo man die findet, aber ja, diese Suchen hat schon war schon ein bisschen anstrengend. Und damit hätten wir jetzt die letzte Wackelpuppe, die Stärke-Wackelpuppe. Deine Stärke wird da auf dem 1 erhöht. Es sind Actionfiguren, ja. Aber wenn man 10 gesammelt hat, hieß es sind keine Puppen. Und wenn man alle gesammelt hat, es sind Actionfiguren. Genau wie im dritten Teil. Und ja, damit hätten wir jetzt auch alle Wackelpuppen. Geil, oder? Jetzt können wir jeden Wert hier auf Level 10 hochleveln. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch überhaupt ein bisschen Level werde. Weil wir werden definitiv im nächsten Part anfangen, die erste Fraktion durchzuspielen. Also ja, das Finale hat, ich sagen, mehr oder weniger begonnen ab jetzt. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich sag dann mal tschüss. Creepy.